schnell. Na, guck mal, Street Scooter. Ah, ja. Herzlich willkommen zur Vorstellung des Supercharger in Leonberg. Hier seht ihr die letzten paar Meter Anfahrt bis zum Supercharger. Ja, und hier sehen wir dann auch schon die Einfahrt zum Supercharger in Leonberg. Wir müssen ganz kurz warten, denn ein Model X versucht rückwärts einzuparken und mit ihm auch sein augenscheinlicher Begleiter, der aber nicht wirklich weiß, oder ich denke mal noch nicht weiß, dass Verbrenner am Supercharger eigentlich nichts zu suchen haben. Und wie man sieht, gäbe es ja auch, oder hätte es fast einen Crash gegeben, nämlich genau jetzt, aber naja. Zum Glück hat so ein Model S ja eine gute Hupe. Ja, Leonberg besteht Status Quo, also Stand heute, aus 20 Stalls und die sind gegenüber voneinander aufgereiht sozusagen. Hier sieht man die andere Seite und als Besonderheit gibt es hier noch zwei Stalls, wovon einer dann vermutlich auch für das Model X mit Anhänger wunderbar befahrbar ist. Für das leibliche Wohl oder vielleicht auch nicht wohl gibt es hier natürlich einen McDonald's. Und der ist 24 Stunden geöffnet, das heißt, wenn man auch nachts zum Laden ankommt, kann man hier auf Toilette. Und hier sieht man, kann man auch direkt zur Dekra, sprich seinen TÜV machen lassen und auch hier steht wieder ein Verbrenner. Und wir fahren einfach mal nicht ohne, dass ich dem Verbrenner einen entsprechenden Zettel da lasse. Das sehe ich hier als Pflicht eines jeden Elektroautofahrers an, denn ja, so können wir einfach mal anzeigen, dass es einfach nicht in Ordnung ist, hier zu parken. Doch, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Nochmal zusammenfassend gesagt, wie gesagt, Supercharger Leonberg besitzt 20 Stalls zum Laden, also genug Lademöglichkeiten, denke ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Fürs leibliche Wohl oder auch nicht wohl gibt es einen McDonald's, der 24 Stunden geöffnet hat. Da kann man auch wunderbar seine anderen Geschäfte verrichten. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite sozusagen gibt es eine große Esso-Station. Auch da kann man sicherlich fast rund um die Uhr auch was zu essen bekommen und ja, auch seinen Toilettengang erledigen. In diesem Sinne, wie gesagt, wir machen uns wieder auf den Weg. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald.